Willkommen zu Tichys Ausblick zu unserer Sendung Letzte Rettung AKW. Wir haben keinen Wind, wie man sieht, in der Nacht keine Sonne. Wir haben keine Kohle und Gas nur, wenn Putin den Hahn aufdreht. Hilft uns da nur noch jetzt als letzte Rettung die Wiederinbetriebnahme oder das Weiterlaufen von Kernkraftwerken? Diese Debatte ist wichtig in Zeiten der Koalitionsbildung, denn auch die Koalition aus Grünen, Roten und der FDP muss sich mit der Realität der Energieversorgung jetzt auseinandersetzen, und zwar nicht morgen, sondern heute. Ich begrüße dazu meine Gäste, Philipp Lenksfeld. Er wurde noch 1988 aus der Schule verwiesen, weil er zu DDR-kritisch war. Er hat es nach der Wende geschafft, als Physiker zu promovieren, war von 2013 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags. Wie man weiß, Fachleute halten sich nicht lange. Und gemeinsam mit Fritz Fahrenhold hat er das Institut ReLook Climate gegründet, ein Institut zur Analyse und Bewertung von Klima- und Umweltwissenschaft. Mein zweiter Gast ist Götz Rupprecht, promovierter Kernphysiker, Mitbegründer des Instituts für Festkörperkernkraft und Miterfinder des Dual-Fluid-Reaktors. Ich muss das nochmal wiederholen, das kann ich nicht so einfach sagen. Miterfinder des Dual-Fluid-Reaktors, das ist eine Art kerntechnische Geheimwaffe, die nebenbei angeblich auch noch Strom erzeugt in unendlicher Menge. Mein dritter Gast ist Manfred Haferburg, Maschinenbauingenieur, 1976 Oberschichtleiter im Kernkraftwerk Greifswald. Er war nach einem Fluchtversuch aus der DDR in Haft in Hohenschönhausen. Er hat einen bemerkenswerten Roman geschrieben mit dem doppeldeutigen Wort Wohn und Haft, Wohnhaft, zu dem Wolf Biermann ein Vorwort geschrieben hat. Und er sagt von sich, von den 190 gegenwärtig noch arbeitenden Kernkraftwerken habe ich 121 besichtigt. Und da fällt mir die Frage ein, leuchten Sie eigentlich in der Nacht grün oder so? Leider nicht. Ich habe es gestern Nacht noch mal versucht. Es war nur eine Aura von Alkohol zu sehen. Aha. Aber Sie sagen, im Januar 2023, bis dahin darf nichts Ernsthaftes mehr geschehen in den verbliebenen Kraftwerken, sonst gehen die Lichter aus. Sie sind also ein Kernkraft-Fan? Ich bin Kernenergetiker von Beruf und Ingenieur und heiße als Achseautor Atomfuzzi. Das hat mal ein Grüner zu mir gesagt, weil ich vielleicht doch Kernkraft-Fan bin. Und was meinen Sie, wenn es darf bis 2023 nichts passieren? Ja, wenn wir keine Leistungsreserve mehr haben und sozusagen die Stromdeckung mit dem Verbrauch identisch ist und es fällt ein Kraftwerk aus, dann ist mehr Verbrauch als Strom und dann fährt das Auto langsamer den Berg hoch. Das heißt, die Frequenz geht runter und es muss irgendwelche Verbraucher abgeschaltet werden. Und wenn das nicht schnell genug gelingt, dann gehen die Lichter ganz aus. Und da schütze uns Gott vor. Wieso? Blackouts gibt es doch. Ich höre gerade auch, in Warschau gibt es zurzeit Stromsperren. In China ohnehin, gelegentlich auch in London. Wo ist das Problem einer Stromsperre? Stromsperre und Blackouts sind zwei verschiedene Dinge. Stromsperren, das ist der Fachausdruck dafür, ist Brownout. Das heißt, das sind planmäßig abgeschaltete Flächen, wo der Lastverteiler die Unterdeckung des Stroms dadurch reguliert, dass er die Berlin zum Beispiel schwarz schaltet. Dann kann aus dem Umlande noch geholfen werden, aber Berlin ist wahrscheinlich das Letzte, was schwarz geschaltet wird. Es wird eher das Umland schwarz geschaltet. Und ein Blackout, da gehen die Lichter ungewollt aus, dann ist das ganze Land schwarz und dann bricht innerhalb von 3 Tagen die Zivilisation dieses Landes zusammen. Das wollen wir mal so stehen lassen. Herr Lenksfeld, droht uns eine kalte Wohnung? Drohen uns solche Stromsperren? Droht uns so ein Blackout? Naja, ich bin jetzt kein Prophet, aber ich war 4 Jahre im Berichterstatter für Technikfolgenabschätzung und das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag hat sich mit der Frage Blackout schon vor Jahren beschäftigt. Und da kam ganz klar raus, dass es eine wirklich ernstzunehmende Gefahr ist. Ich habe das dann im Bundestag so formuliert, Sicherheit, Versorgungssicherheit ist auch ein Sicherheitsthema. Insofern sollten wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also das wollen wir wirklich nicht erleben, dass auch nur eine Region tagelang ohne Strom ist. Das ist kein Spaß. Wann war diese Erkenntnis im Deutschen Bundestag vorhanden? Na, dieser Bericht, der ist, glaube ich, aus der Wahlperiode vor uns.
Da hat es dann auch einen kleinen Krimi-Bestseller gegeben von Marc Etzold, glaube ich. Und insofern, es gibt ja viele Erkenntnisse in der Technik und in der Wissenschaft, die vorhanden sind. Man muss sie natürlich angucken und man muss sich ein Stück weit in einer rationalen Debatte dann darauf einigen, ob man wirklich so und so viele Techniken in diesem Land canceln, verteufeln und sozusagen als vollkommen unnötig, überflüssig oder gar schädlich abstempeln möchte. Und die Kombination aus Atom und Kohle oder / fossilem Ausstieg, die halte ich für eine deutsche Sackgasse. Nun hat man aber gerade nach dieser Erkenntnis, die ja aus der Legislaturperiode 2013 bis 2017 stammt, hat man erst nach dieser Erkenntnis, dass die Stromversorgung gefährdet sein könnte, den Kohleausstieg beschlossen und zum Teil ja auch schon umgesetzt. Ist die Politik lernunfähig oder lernunwillig? Naja, wir haben hier natürlich zwei oder mehrere verschiedene Themen. Also der Kampf gegen die Atomkraft ist irgendwie so eine bundesdeutsche, ich will es jetzt nicht völlig abschieben, aber das ist sozusagen in die grüne, der grüne Urgedanke, ja, also der ist, also das hat der Grünen groß gemacht, die kämpfen mit einer unglaublichen Vehemenz gegen alles, was irgendwie mit Atomen zu tun hat, von der Forschung bis zur Anwendung, vom U-Boot zum Kernkraft, überall, auch die Fusionsforschung. Ja. Ich habe ja im Deutschen Bundestag, die CDU ist ja da umgeschwenkt, ich selber komme ja, wie Sie ja dargestellt haben, hab ja eine kurze Zeit sozusagen Opposition zum kommunistischen Regime mitgemacht. Ich gehöre auch zu den sozusagen geborenen Atomkraftgegnern. Die DDR-Opposition war auch gegen Atomkraft. Tschernobyl war 86, war gerade 14. Das hat uns natürlich schon sehr geprägt. Aber die CDU ist ein Stück weit umgeschwenkt oder hat dieses Feld geräumt und hat sich aber über die Konsequenzen, glaube ich, keine Gedanken gemacht. Und jetzt hat man diese Klimathematik, CO2-Thematik. Man schreibt überall CO2-Ziele, Reduktionsziele, Dekarbonisierung. Ja, und da braucht man aus meiner Sicht den Atomstrom ganz dringend. Denn wir wollen ja weiterhin eine wohlhabende Industrienation sein. Wir wollen im Wettbewerb bestehen. Wir wollen unseren Standort sichern, die Arbeitsplätze, die Produktion. Und wir wollen noch E-Mobilität machen. Wir wollen Digitalisierung. Das kostet Strommengen ohne Ende. Und da kann man aus meiner Sicht nicht leichtfertig gleich auf zwei komplette Technologien verzichten wollen gleichzeitig. Das ist schwierig bis unmöglich. Aber wir wollen es. Warum? Was läuft in der Politik schief, dass man rationalen Argumenten nicht mehr folgt? Ja, die Antwort würde ich direkt in die Runde zurückspielen. Da hat jeder einen anderen Blick darauf. Fakt ist, dass wir eine der wenigen Länder sind auf dieser Welt, die der Meinung sind, diesen Weg gehen zu können. Ja, kann sich jeder seine eigenen Gedanken darüber machen. Götz Ruprecht, Sie bauen an einem Dual-Fluid-Reaktor, geht mir jetzt schon flotter. Ich stelle Ihnen jetzt eine wahnsinnig schwierige Frage. Die Frage ist nicht so schwierig, nur die Antwort ist für einen Physiker wahrscheinlich ganz, ganz schwierig. Was macht ihn besonders? Warum soll er sicherer sein als die Kisten, die wir bisher im Kopf und vor Augen haben? Ja, also erstmal, wir bauen noch nicht dran. Also wir entwickeln das erstmal auf dem Papier. Wird uns auch oft vorgeworfen, ist ja nur ein Papierkonzept, aber irgendwo fängt es ja auf dem Papier an. Und wollen den natürlich irgendwann bauen. Der Unterschied zu anderen Kernkraftwerken oder Kernreaktorkonzepten ist vor allem, dass der Brennstoff flüssig ist. Also er gehört zu einer Klasse von Reaktoren, die nicht mehr feste Brennelemente haben, sondern der Brennstoff ist bereits flüssig. Damit ist die Kernschmelze auch dann nicht das Hauptproblem, denn es ist alles ausgerichtet auf einen geschmolzenen Kern. Es gab in den 60er, 70er Jahren auch bereits Experimente dazu, nicht von uns natürlich, sondern am Oak Ridge National Lab in den USA. Und das war sehr erfolgreich. Das war im Grunde die erste komplette zivile Reaktorentwicklung. Denn die heutigen Druckwasserreaktoren haben in der Historie alle so einen gewissen militärischen Hintergrund. Und dieses Konzept haben wir gewissermaßen weiterentwickelt oder
eigentlich, es ist ein neues Konzept, aber es baut gewissermaßen darauf auf. Ich kann da jetzt noch stundenlang drüber reden, natürlich, Sie müssen mich, also der Vorteil beim Dual-Fluid-Konzept, der Name sagt es ja Bereich, ja, der Name sagt es ja Bereich, wir haben zwei Flüssigkeiten drin und das bewirkt erstmal vor allem eine Effizienzsteigerung. Man kann das sehr viel kleiner bauen. Durch die Flüssigkeit selbst haben wir den Vorteil, dass man bei einer Überhitzung die Flüssigkeit sehr schnell abfließen kann. Das heißt, wir haben hier einen Sicherheitsgewinn und es gibt dann noch einen Begriff, den Reaktivitätskoeffizient. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, den will ich hier nur kurz einstreuen. Wenn der Reaktor zu heiß wird, was passiert dann? Eine Flüssigkeit dehnt sich viel schneller aus und damit geht die Reaktivität sehr schnell wieder runter und dadurch kühlt sich der Reaktor wieder auf das vorherige Niveau ab. Also eine Art eingebaute Handbremse. Das ist eine naturgesetzlich eingebaute Handbremse. Nun sagen Sie, es ist so ein Papierkonzept. Man hört, dass China diesen Wunderreaktor in der Wüste Gobi baut, wenigstens einen Prototypen. Stimmt das und was versprechen die sich davon? In China jetzt der Thoriumreaktor, meinen Sie? Ja, das ist jetzt vor kurzem so eine Meldung gewesen, das ist richtig. Aber im Grunde ist das ein Nachbau von dem, was in den 60er, 70er Jahren schon in den USA lief, was ich ja erwähnt hatte. Also das ist so ein, die wollen das einfach nochmal ausprobieren, nachbauen. Das ist, finde ich, gut, ja. Allerdings hat dieses alte Konzept auch einige wirtschaftliche Mängel, die sich wahrscheinlich noch bemerkbar machen werden. Deswegen ist das wahrscheinlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ob es nun wirklich kommerziell dann auch genutzt wird in China, das wird sich zeigen. Aber Sie haben eine Pipeline. Und das ist ja eine der Dinge, die in Deutschland mittlerweile komplett vergessen wird. Die Atomkraft, ein ganzes Technologiefeld hat eine Pipeline, es gibt verschiedene Projektideen, verschiedene Konzepte. Also keine Gaspipeline, sondern eine Ideenpipeline. Nein, so sagt man das ja in der Industrie. Ne? Also es ist noch nicht zu Ende, sondern es sind viele Dinge für die Zukunft möglich. Die Fusion haben wir noch gar nicht ausprobiert, richtig. Genau, es wird intensiv geforscht. Der ist komplett gelungen. Was verstehen Sie unter Fadenriss? Na, man hat, als man die Kernenergie ausschalten wollte, dafür gesorgt, dass auch die Studienrichtungen ausgetrocknet werden, die Forschungseinrichtungen werden ausgetrocknet und eingedämmt und man hat sogar eigentlich Forschung auf diesem Gebiet untersagt. Das heißt, wir haben das richtig tot gemacht. Wir sind es ist richtig tot und für die nächsten 25 Jahre hat sich Deutschland aus der Kernenergie verabschiedet. Nun sagen ja viele Leute, lass uns doch einfach die bestehenden Kernreaktoren, die ja demnächst abgeschaltet werden sollen, lass die einfach weiterlaufen. Kann man die eigentlich weiterlaufen lassen? Ist es eine Hoffnung? Es gibt ja Initiativen in der FDP, es gibt Journalisten, die es fordern. Einfach weiterlaufen, bis irgendwas passiert. Es gibt nichts, was deutsche Ingenieure nicht könnten, aber das einfache Weiterlaufen der Kernkraftwerke ist halt nicht einfach. Ein Kernkraftwerk ist keine Nachttischlampe, das man an- und ausknipsen kann. Wir haben noch 2 Monate Zeit, bis die Kernkraftwerke Grohnde, Brockdorf und Remmingen B außer Betrieb gehen. Und die kann man nicht einfach weiterlaufen lassen. Die Kernkraftwerksbetreiber haben sich seit 5 Jahren auf diesen Ausstieg vorbereitet. Und es gibt 3 Faktoren, die dafür sprechen, dass man das nicht so ohne weiteres kann. Einmal ist das Personal. Es dauert 3 Jahre, bis man einen Reaktorfahrer lizenziert hat. Ich bin selbst lizenzierter Reaktorfahrer gewesen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Da müssen Sie halt wieder hin, auch in der Rente, doppelter Lohn. Ja, Graurücken wie mich, die nehmen können, die dann nicht mehr nehmen. Ich müsste ja wieder lizenziert werden. Das würde nochmal 30 mündliche Prüfungen umfassen. Es dauert 5 Jahre, bis man einen Schichtleiter lizenziert hat. Das zweite ist, die Kernkraftwerke sind brennstoffoptimiert. Das heißt, die Kernkraftwerksbetreiber haben natürlich ihre Brennstoffwirtschaft so optimiert, dass am Ende dieses Jahres für diese 3 Kernkraftwerke die Lichter ausgehen, weil sie keine Brennelemente mehr haben. Und die kann man nicht kaufen? Die kann man kaufen, aber die gibt es nicht von der Stange. Das dauert eine Weile, bis die müssen produziert werden, maßgeschneidert für die Kernkraftwerke. Und das Dritte, was noch das Allerschwierigste ist, ist das Genehmigungswesen. Die haben seit 5 Jahren, bereiten die Genehmigungen für die Stilllegung und den Abriss vor. Und es dauert so 2 bis 3 Jahre, bis eine Genehmigung von der Behörde erteilt werden kann. Und dieser ganze Berg von Genehmigungen, der schon erteilt ist, der muss rückgängig und umgewälzt werden und es müssen neue Genehmigungen erschaffen werden für die Wiederinbetriebnahme und den Weiterbetrieb, also Betriebsgenehmigungen. Und das halte ich für diese 3 Kernkraftwerke in einem Zeitraum von so kurz nicht für möglich. Für die Kernkraftwerke... Aber dafür ist er auch nicht politisch verantwortlich.
Also ich würde sagen, ein Jahr, wenn wir nicht wirklich, wenn wir merken, dass wir Strom brauchen, da würde ich ja mal politisch die Weichen so umstellen, dass wir wenigstens versuchen, das, was wir schon haben, nicht aus irgendwelchen bürokratischen Nachlaufgründen zu sagen, ja, haben wir halt vor 10 Jahren beschlossen, muss halt so sein. Ja, da gebe ich ja recht. Wenn die Not an Mann ist, dann müssen Entscheidungen, ist ja in der Industrie, in der Politik, überall so halt schneller gefällt werden. Aber man kann nicht den Lizenzierungsprozess so schnell vorantreiben und man kann auch die Ausbildung der Leute nicht mehr kürzen. Das haben wir ja schon versucht über die letzten 30 Jahre. Niemandem macht es Spaß, einen Ingenieur 3 Jahre lang zu bezahlen, damit er eine Lizenzprüfung ablegt, sondern das ist sozusagen die Mindestzeit, die wir erreicht haben. Und seit 10 Jahren gibt es kaum noch Nachwuchs auf den Leitworten von Kernkraftwerken, weil keiner, der nicht verrückt ist, der geht in dieses Fach, nachdem er studiert hat. Aber könnte man aus dem Ausland vielleicht Leute rekrutieren? Man könnte vielleicht solche Silberrücken wie mich reanimieren, hätte ich fast gesagt. Ich meine nicht im Ruhestand, sondern aus dem Ausland aktive Reaktorfahrer zum Beispiel? Ja, ich weiß es nicht. In der Schweiz gibt es jede Menge deutsche Geflüchtete, genau, die sozusagen dort arbeiten. Aber da müssen die Deutschen dann besser bezahlen als die Schweiz. Und das halte ich für sehr schwierig. Also kein Personal, kein Brennstoff, keine Genehmigung. Das heißt also, wir reden über eine Illusion, wenn jetzt in den Zeitungen oder im Fernsehen steht, lasst halt einfach die Reaktoren länger laufen, bis uns was anderes einfällt. Keine Chance? Ich würde dem widersprechen. Also ich würde sagen, zuerst müssen wir erstmal uns ehrlich machen. Also wir stehen an einem Punkt, wo wir vielleicht jetzt mal ehrlich darüber reden, wie die nächsten 10 Jahre aussehen sollen. Wie viel soll denn der Bürger für den Strom bezahlen, was ist die Auswirkung auf die Industrie und so weiter und so weiter. Und dann gucken wir uns an, was wir für Optionen haben. Und wenn sich dann wirklich rausstellt, dass diese 3 Reaktoren überhaupt keine Option mehr sind, naja, kann ja sein, dann müssen wir eben über die Alternativen reden. Dann haben wir ja noch 3. Aber wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass wir dieses Atom-Canceling, dass wir das einfach weiterschreiben könnten. Nach dem Motto, ja, haben wir einmal angefangen, geht jetzt halt nicht mehr. Wir brauchen den französischen Atomstrom und wir brauchen noch was weiß ich alles für andere Dinge, um unser Land am Laufen zu halten. Was ist, wenn die Franzosen ihren Atomstrom selber brauchen? Tja. Das ist schon mal passiert, glaube ich. Das kommt häufiger vor, im Winter und im Sommer. Ja. Nun hat ja Macron entschlossen, nach Meldungen oder beschlossen, nach Meldungen, die vorliegen, dass er noch vor Weihnachten 6 neue Kernreaktoren in die Produktion oder in die Genehmigung geben will, während wir nach Weihnachten dann 6 der Reihe nach abschalten, 3 schneller und 3 später. Ist die Debatte in Europa möglich, dass 2 Nachbarschaftsstaaten, die ja doch immer alles angeblich zusammen machen, so unterschiedlich entscheiden? Vorreiter. Ist das gut für uns? Die Vorreiter wissen ja nicht mal um die Bedeutung des Wortes Vorreiter. Die wissen ja nicht, was Vorreiter mal waren. Nämlich, das waren Leute auf Pferden mit großen Knüppeln, die vor der Kutsche hergeritten sind und den Weg freigekloppt haben von dem Pöbel, der da rumlag. Wir sind keine Vorreiter, wir sind Geisterfahrer. Und das beweisen alle Länder, die um Europa herum sind, gegenwärtig. Wir haben, ich weiß nicht, in den Nachbarländern 25 neue Reaktorprojekte in der Pipeline. Wir sind keine Vorreiter, wir sind Geisterfahrer. Ich würde eher Sackgasse sagen. Wir sind ein bisschen, wir nähern uns einem Punkt, wo wir meiner Meinung nach nicht einfach so weitermachen können. Ich würde eher denken, Irrweg, Sackgasse ist so das Bild, was ich so vor Augen habe. Und wir müssen uns jetzt schnellstens ehrlich machen, die Industrie, die Wissenschaft, aber vor allem auch die Politik und die Öffentlichkeit, und uns in die Augen gucken und sagen, bilden wir uns jetzt weiter ein, dass es 10 Jahre noch so weitergeht? Oder bilanzieren wir jetzt mal und überlegen, was wir an welcher Stelle. Da kommen wir gleich noch dazu. Herr Ruprecht, Herr Haferburg hat gesagt, es war ein kompletter Fadenriss, alles tot, aber Sie leben noch. Also Sie forschen anscheinend doch noch irgendwie an der Kernkraft mit einem Team oder mit wie vielen Leuten? Also, und wie geht es da weiter? Fast 10 Jahre lang haben wir praktisch mehr oder weniger auf Studentenniveau gelebt. Ja. Also, Sie haben auch was Studentisches, wenn ich so sagen darf. Ja, dann passt ja, okay, vielleicht habe ich mir das in den 10 Jahren dann so, ist das so passiert vielleicht. Es gibt keine staatliche Unterstützung. Wir hatten ja das eingangs erwähnte Institut für Festkörperkernphysik vor über 10 Jahren gegründet, weil die Institute alle damals, die irgendwas mit Kernphysik auch nur im Namen hatten, nach und nach dicht gemacht haben.
Also das wurde nach und nach abgeschafft in Deutschland. Und wir sind halt leidenschaftliche Kernphysiker, nicht Kerntechniker. Und hatten gehofft, dass man damit dann so einen Auffangpool hat und auch staatliche Fördermittel noch beantragen kann. Aber die waren ja dann auch alle weg. Das heißt, es wurde nichts mehr gefördert, was auch nur entfernt mit Kernenergie zu tun hat, bis auf sporadische kleine Projekte zur Transmutation oder Ähnlichem. Also das war ganz selten. Also praktisch gab es da nichts mehr, weil das auch politisch dann inkorrekt war. Und gut, die Idee zum Dual-Fluid-Reaktor, die kam dann erst später. Da hatte ich eigentlich schon gedacht, ja gut, mein beruflicher Werdegang wird dann eher wohl ein bisschen anders sein. Und das stellte sich dann raus, dass das eben noch ein gutes Konzept ist. Und das Problem ist ja, dass in Deutschland durch diese ideologische Verbohrtheit nicht einfach jetzt eine bestimmte Technik verboten wurde, zum Beispiel Druckwasserreaktoren. Man hätte ja sagen können, die sind vielleicht uns nicht sicher genug, weil das in Fukushima passiert ist. Nee, es wurde ja ganz allgemein Stromerzeugung, gewerbliche Stromerzeugung durch Kernspaltung verboten. Also man hat praktisch die technische Nutzung einer der vier Naturkräfte, wir haben leider nur vier, wurde verboten per Gesetz. Also Sie sind eine Art Guerillaforscher. Das kann man dann so ein bisschen so nennen, ja. Und wird es inzwischen nicht mehr sagen, Sie wird es langsam besser? Staatlich gesehen noch nicht, aber privat gesehen haben wir Investoren gefunden. Also auch der Mittelstand insbesondere ist sehr interessiert an diesem Projekt. Und da haben wir genügend Investoren für die erste Phase unseres Projekts jetzt gefunden. Das ist, kann man sogar sehr allgemein sagen, dass viele aus dem Mittelstand über die Situation mit der Energiewende und dem Ausstieg aus der Kernenergie allgemein nicht sehr zufrieden sind und da voll auf unserer Seite sind. Ah ja. Nun hat Ralf Füchs, ist einer jahrzehntelang einer der Chefideologen der Grünen Wende, gesagt, rational wäre es, AKWs länger laufen zu lassen. Politisch wie betriebstechnisch geht es nicht. Also selbst die grüne Seite wendet sich allmählich von ihren Glaubenssätzen ab. Gibt es Bewegung da in der Politik, die Sie spüren? Also Sie sehen mich an, deswegen antworte ich mal. Also wir haben das ja sehr genau beobachtet die letzten 10 Jahre und es gibt Bewegung, das stimmt. Ich glaube aber, der Druck kommt hauptsächlich von außen. Also man nimmt langsam in Deutschland wahr, dass die anderen Länder es doch irgendwie anders machen und da nicht so verbohrt sind. Und jetzt äußern sich auch nach und nach Politiker, hat ja sogar Friedrich Merz gesagt, der hat auch inzwischen das Wort Dual Fluid, glaube ich, gelernt. Er hatte anfangs Dual Fuel gesagt. Aber man hat ein Auge inzwischen für neue Reaktorkonzepte. Das ist auch ein beliebter Ausweg. Denn man muss dann nicht sagen, ja, die alten Reaktoren lassen wir jetzt weiterlaufen, sondern es ist ja jetzt was Neues, was anderes. Da kann man es ja noch mal versuchen. Und mit dem Argument wird dann oft auch gesagt, wir könnten, es war unsinnig, das so zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben mit der Energiewende. Also gleichzeitig aus Kohle und Kernenergie auszusteigen. Ich muss noch mal so eine kleine Nachfrage stellen. Sie haben vorhin gesagt, dass das Gesetz sagt, es ist verboten, Strom durch Kernspaltung, gewerbliche. Und Sie sind nur nicht gewerblich, das war der Trick, Sie machen es als Hobby. Naja, noch Forschung ist ja frei in diesem Land. Forschung darf man auch. Nach Kanada ausgewandert. Ja, das ist jetzt unsere Absicht, weil in Kanada die Welt auf dem Kopf steht. Also da ist es genau umgekehrt wie hier. Verschildern Sie uns das ganz kurz, was ist in Kanada besser? Man wird mit offenen Armen empfangen. Offensichtlich. Also die Behörden reißen sich fast um uns, waren interessiert an dem Konzept. Es gibt ein Förderprogramm, das nicht nur darin besteht, hier und da mal 1 Million zu verteilen, um die Forschung aufrechtzuerhalten, so wie man das ja hier auch noch macht. Es gibt ja noch kernphysikalische Forschung. Aber es gibt ein staatliches Programm, das sogar die nationalen Kernforschungszentren anweist, Neuentwickler von Reaktoren aktiv zu unterstützen. Die haben richtig eine Roadmap erstellt und es gibt ein Förderprogramm, das eigentlich eher ein Industrieaufbauprogramm ist von Hunderten bis Milliarden Dollar. Das ist alles dafür vorgesehen und es gibt bereits erste Fördermittel, die schon an andere Unternehmen geflossen sind im Bereich eben zweistellige Millionensummen bis dreistellige. Und Sie machen jetzt genau was da? Ja, wir haben zunächst mal im Januar eine Firma gegründet, eine Aktiengesellschaft mit zwischen 75 Teilhabern und wollen dann dort mit staatlicher Hilfe, wer weiß, auf jeden Fall mit Nutzung dieses staatlichen Wohlwollens einen Demonstrationsreaktor zunächst mal aufbauen und später dann natürlich ein Berliner Startup in Kanada. Ein Berliner Startup in Kanada ist so kann man sowas, das vielleicht kurz nennen, ja. So kann man das. Sagen Sie mal, Herr Lenksfeld,
Das sieht ja eigentlich für Deutschland ein bisschen verheerend aus. Es sind ja nicht nur die Franzosen, die Kernreaktoren bauen, sondern auch die Tschechen, die Niederländer wollen angeblich welche bauen. Da diskutiert jedenfalls der amtierende Ministerpräsident Rutte dazu. Was machen wir? Ich meine jetzt drüber raus, mir persönlich als Fernsehmensch oder heute als Journalist ist hier wurscht, wo der Strom herkommt, Hauptsache er kommt. Ja, wir sind eben Deutschland. Also wir haben uns diesen bisschen Sonderweg geleistet. Das steht im Gesetz, aber andererseits natürlich, Gesetze kann man auch wieder ändern. Ja, also es ist nirgendwo festgeschrieben, dass der Deutsche Bundestag dieses Gesetz aus dem Jahr, 2000 ursprünglich nicht wieder ändert. Übrigens auch Verordnung könnte man ändern und zum Beispiel den Strahlenschutz, der sehr überzogen ist, ein bisschen lockern und dann ging es vielleicht auch schneller mit einigen Genehmigungen. Ja, man müsste überhaupt das ganze Genehmigungswesen wieder straffen, weil auch die Behörden natürlich inzwischen verlernt haben, Genehmigungen zu erteilen. Nun sagt ja die Koalition oder die Koalition, die da gerade irgendwie entstehen will, sie will die Genehmigungsverfahren verkürzen, die Regulierungen abbauen, alles so viel schneller gehen. Und das wäre ja gerade so ein Treppenwitz der Geschichte, wenn es dann bei der Kernenergie landet. Das ist eben eine dieser Sachen, die Regeln gelten für alle. Ja, Technik, man kann jetzt nicht sagen, für die eine Technik, da sagen wir, weil das ist aus irgendwelchen Gründen selbsterklärende Weltrettung, da darf alles gemacht werden. Andere Technik aus ähnlich diffusen Gründen ist stigmatisiert und heißt, dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Das geht nicht. Es muss Gleiches, also ein Gesetz gilt für alle gleich. Und eine Sicherheitsprüfung und nochmal das Thema Versorgungssicherheit ist auch ein Sicherheitsthema. Wir haben jetzt 36.000 Windkraftanlagen, dann bauen wir nochmal 72.000. Aber ist dann unser Stromnetz sicherer oder unsicherer als vorher? Und die Antwort wissen die Fachleute. Was wir gemacht haben, ist unangenehm. Moment, lassen Sie uns an der Stelle, Herr, Entschuldigung, das will ich wissen. Also auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel. Ich denke, also wir haben ja so eine Art Spargel-Ideologie in Deutschland. Ne? Wir sagen, mehr Windkraft, mehr Sicherheit, mehr Strom. Ist das nicht so einfach? Nein, die Windenergie hat, jede Energieform hat inhärente Vorteile und Nachteile. Ja? Der inhärente Vorteil der Windenergie ist, dass keine Strahlung, keine Atomspaltung oder sonst wie involviert und auch keine Kohle verbrannt wird. Der inhärente Nachteil der Windenergie ist, dass sie sehr ineffizient ist, große Flächen braucht und vor allem absolut nicht linear und nicht grundlastfähig ist. Ja, die Leistung einer Windkraftanlage geht mit der dritten Potenz, also nicht nur superlinear, also nicht nur quadratisch, sondern das heißt, sie haben da oder Zappelstrom oder andere, das ist so ein bisschen ein negatives Wort, aber auf jeden Fall ist es nicht grundlastfähig. So, und das ist ein Problem, was Sie nicht einfach so mit Fingerschnippen oder mit politischem Willen wegkriegen. Ja? Speicher heißt du immer, aber ja, genau, habt ihr keine Speicher? Wir haben die Brunnen zugeschüttet, ohne neue zu graben, weil Speicher sind noch nicht erfunden, die wir brauchen. Die Batteriespeicher, die kolportiert werden, die reichen, das ist Sekundenbereich für die Volkswirtschaft. Und wir brauchten, ich glaube, über 300 Pumpspeicherwerke und haben nur 30. Und verlassen uns jetzt auf eine Technologie, ob wir nun nochmal 72.000 Windräder dazu bauen, 72.000 oder 100.000 mal null ist auch null. Das wissen offensichtlich viele im Bundestag nicht. Ja, wenn der Wind hier nicht weht, wird er vielleicht da. Es gibt eine VGB-Windstudie, die weist nach, dass es Dunkelflauten europaweit gibt. Also dann null Strom nirgends. Null Strom nirgends, wenn er nicht aus Kohle und Kernenergie und anderen Energiequellen kommt. Man kommt sich ja manchmal so ein bisschen bekloppt vor, weil wir hier so diskutieren. Aber alles, was wir sagen, wird eigentlich in der Öffentlichkeit anders gesehen, nämlich ja, der Wind rettet uns, die Sonne schickt keine Rechnung, Atomkraft braucht man nicht mehr, Strom gibt es bald im Überfluss. Man hat ja die Gefahr, dass man sich fragt, sind wir jetzt die Geisterfahrer oder die anderen? Also irgendwie kommen uns ja immer viele Autos entgegen. Sind wir offensichtlich die Geisterfahrer? Das weiß ich nicht, also Deutschland. Ne? Und ich glaube, das mit dem steigenden Strompreis ist ja jetzt keine Petitesse. Also ich bin mal sehr gespannt, wie die neue Regierung mit diesem Problem umgehen gedenkt.
denn das geht ja an die soziale Kernstabilität des Landes. Es gefährdet den Industriestandort. Und das geht ja alles auf einer Zeitachse hier nicht irgendwie 10, 15 Jahre, sondern das geht ja dann deutlich schneller, ja, wenn der Strompreis wirklich weiter so ansteigt in Deutschland. Bisher hört man nichts von den Leuten. Die Leute sind zufrieden und sagen, ist ja gut für Klima. Ja, wir sind so ein bisschen abgehärtet wahrscheinlich, Herr Haferburg und ich, weil die Kernenergie als erstes betroffen war von dieser Cancel Culture, wo man eigentlich gegen den Strom schwimmt, wenn man anderer Überzeugung ist. Also insofern, ich zumindest bin da so ein bisschen resistent. Ich gucke mir die Fakten genau an und wenn es so ist, dann ist es halt so. Und die Rechnung ist sehr einfach. Man kann sehr leicht ausrechnen, dass die Energiewende, so wie sie jetzt gemacht wird, nicht funktioniert. Das ist eine ganz einfache ingenieursmäßige Rechnung. Trotzdem wird es gemacht. Warum? Die Erklärung müssen wirklich andere finden. Ich habe mal gehört, dass viele Politiker wirklich beratungsresistent sind. Die denken die nächsten Jahre und solange es noch gut geht, wird es gemacht, weil es populär ist. Das Problem, was ich sehe, ist, dass ab 2023 wir eine Leistungsunterdeckung im Netz haben. Und das ist auszurechnen. Das kann sich jeder an den fünf Fingern abzählen. Und die Neubauten der Gas- und Gaskraftwerke, die dauern 5 Jahre ungefähr. Das heißt, wenn wir morgen anfangen würden, Gaskraftwerke zu bauen, sind sie zu spät. Dann sind sie zu spät. Wenn wir das durch Wind und Sonne machen wollen, die CDU hat ja ein Programm aufgelegt, hier Energiebooster oder Energiewendebooster kurz vor der Wahl. Ich habe mal ausgerechnet, wir haben mal ausgerechnet mit Kollegen, was das bedeuten würde für die Ausbauziele der Windenergie. Es müssten jeden Tag ab heute für die nächsten 10 Jahre 5 Windenergieanlagen gebaut werden an Land, 2 offshore und über 500 Solaranlagen in Deutschland. Es wird aber nur eine gebaut, offshore in diesem Jahr noch gar keine und von den Solaranlagen weiß ich es nicht. Das heißt, auch selbst wenn man diese Ziele verfolgen würde, geht es nicht. Es wird nicht funktionieren. Ja, Moment, das ist ja dann fast wieder das Argument, ja, dass wir haben die Probleme, weil wir nicht genug ausgebaut haben. Wenn man das hinkriegen würde, dann würde es mit den Erneuerbaren funktionieren. Also Bürgerrechte streichen, wie Olaf Scholz will? Eben alles gleich flächendeckend zupflastern und die Bürgerrechte gleich mitstreichen, weil das sonst anders nicht geht. Dann haben sie immer noch die Bruttorechnung gemacht, weil sie rechnen die Leistung der Windenergieanlagen. Aber genau. Die Leistung der Windenergieanlagen kann nur erbracht werden, wenn der Wind weht. Und was machen wir, wenn der Wind nicht weht? Aber Herr Tichy, ich würde die Frage auch mal zurückgeben wollen. Wenn ich jetzt so gucke, wie die Koalitionäre da ihr erstes Papier verteidigen müssen, die erste Nachfrage, die aus den Medien kommt, ist ja, warum steigen wir nicht noch früher aus der Kohle aus? Ja. Ich meine, da reden wir ja von dem gleichen Problem. Das ist eine gute Frage. Wenn eine Unterdeckung wegen den 3 Atomkraftwerken, die dann 2022 weg sind, was ist denn erst mit den ganzen Kohlekraftwerken, die wir auch noch abschalten wollen? Ja, die wollen wir abschalten. Also ich darf Ihnen eine Steigerungsform verraten. Annalena Baerbock, die Co-Vorsitzende der Grünen, sagt, wir brauchen auch keine Gaspipeline, die dürfen wir nicht genehmigen. Also ich meine, wir werden vielleicht Kraftwerke haben, aber kein Gas für die Kraftwerke. Es gibt, glaube ich, so ein niederländisches Sprichwort, wenn du im Loch sitzt, hör auf zu graben. Und was hier gerade gemacht wird, ist, man denkt, man müsste jetzt schneller graben, dann kommen wir wirklich raus aus dem Loch. Also es wird offenbar als Problem nicht erkannt. Ja, sind wir verrückt? Politiker wie Medien? Nein, ich habe da auch keine perfekte Antwort, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so lange mehr so weitergehen kann. Also die Strompreissteigerung ist real und die geht auf der sozialen Seite an die Axt. An die Wurzel und auf der Industrieseite auch. Und das kombiniert sich ja dann, weil wenn wir Arbeitsplätze verlieren, wenn wir Industrien verlieren, dann wird ja die soziale Frage noch stärker. Und da wir in Europa sind und die anderen Länder nicht diesen Weg gehen, können wir uns auch nicht ewig selber einreden, dass wir irgendwie, wir sind ja nicht auf einem anderen Stern. Jetzt heißt es Wasserstoff immer. Ist das die Ausrede? Also irgendwie kriegen wir Wasserstoff. Ohne Atomkraft geht ja gar nicht. Ja. Wieso? Ich meine, es heißt immer Wasserstoff, Wasserstoffstrategie. Wir retten uns jetzt in den Wasserstoff. Wasserstoffautos, Wasserstoffkraftwerke, Wasserstoff hier, und Wasserstoff da. Werden? Ja. Ich bin nur ein Journalist, der keine. Also wenn Sie nach wie vor im Raum. Wenn wir gleich zur Fusion springen, dann ist der Wasserstoff und Fusion ist die perfekte Kombination. Fusion von was? Fusionsenergie. Das wird aus der Fusionsforschung sind wir ja nicht ausgestiegen. Also wir sind ja glücklicherweise dann doch nicht so deutsch konsequent. Wir haben ja Wendelstein 7X bei Greifswald. Wir forschen weiter an der Fusion, auch gemeinsam mit unseren Nachbarn.
Und wenn die Fusionskraft käme, aber die braucht eben auch noch 30, 40 Jahre. Also wir haben jetzt 30, 40 Jahre, sagen Sie, dann kommen Sie ja auch und so, aber... Dann könnte man die mit dem Wasserstoff ganz kombinieren. Ganz kurz zur Klarstellung, also mit Wasserstoff, das meinen Sie ja wahrscheinlich auch synonym für alle synthetischen Kraftstoffe, die dann daraus hergestellt werden. Das ist ja das Ausgangsprodukt für viele Folgeprodukte. Und eine vollständige Umstellung, jetzt zum Beispiel bei Erneuerbaren, wo man ja nur den Stromsektor erstmal umstellt, würde auch heißen, dass man dann die Treibstoffe zum Beispiel aus Erneuerbaren produziert. Und da ist dann offenbar die Vorstellung, dass das Windrad über Elektrolyse dann Wasserstoff produziert und daraus dann die Treibstoffe und Wasser. Sie brauchen noch mehr Strom. Und die Rechnung zeigt, dass das absurd ist. Das ist einfach nur absurd. Der Wirkungsgrad ist 25% bei der Wasserstoffherstellung. Das heißt, die brauchen 4 Kilowattstunden, um eine Kilowattstunde Treibstoff herzustellen. Also ich muss es ja in Windrädern ausdrücken. Ich brauche 4 Windräder, um eins zu ersetzen. So könnte rein man energetisch gerechnet, ja. Rein energetisch gerechnet könnte man das so also sehen. Den, ja. Aber das heißt nicht, dass es der vierfache Preis ist, sondern der Preis ist dann ein zigfaches vermutlich, wenn man das so flächendeckend aus Windenergie macht. Aber wir wollen ja auch aus der Stahlherstellung mit Kohle aussteigen. Da heißt es auch, Wasserstoff muss dahin. Ja. Also das ist ja immer das Ding. Die Argumentation ist ja immer, wenn irgendwas technisch möglich ist, kommt das der Energiewende angeblich zugute. Aber es ist wirtschaftlich nicht möglich. Also die wirtschaftliche Rechnung dahinter, die fehlt dann immer. Und die würde ich dann gerne mal sehen. Also es ist nicht möglich ohne Atomkraft. Also ja, ich bin zum Beispiel nicht gegen die Wasserstoffstrategie, weil es ist, wir forschen weiter, wir sind weiter sozusagen an innovativen, modernen Lösungen interessiert. Aber die Illusion, dass wir das mit Windrädern alleine hinbekommen, das ist der Fehler. In der Gedankenkette. Nun sagen ja die Grünen und auch die SPD, es reicht, wenn wir 1% der Landfläche in Deutschland für Windräder opfern. Sind Sie so knickrig, dass Sie das nicht opfern wollen, dieses 1%? Na, ich bin ja Berliner. Ja, jetzt, ich bin ja Berliner, da wird ja dann immer, es gibt sozusagen zwei Sichten. Die einen sagen, ihr seid die Bösen, die ganz Brandenburg mit Windrädern vollknallen. Und die anderen sagen, nee, wir haben ja 5 Windräder gebaut an der Grenze zu Brandenburg. Also beides stimmt. Also fahren Sie durch Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und sagen mir, dass da noch die dreifache Menge an Windrädern hingehört. Also ich würde Ihnen nicht zustimmen. Also um natürlich eine Fläche wie Berlin mit Windkraft zu versorgen, bräuchte man die gleiche Fläche. Auch Berlin. Also mir ist etwas schleierhaft, wie diese Rechnung mit den 1% zustande kommt. Der Dual-Fluid-Reaktor ist so groß wie ein Smart für 1000 Megawatt ungefähr. Wie viele Windräder brauchte man, um den zu substituieren? Als Zahl weiß ich es nicht. Ich weiß nur die Fläche, die eingenommen wird. Also es werden etliche Tausend sein, natürlich oder zigtausend. Es ist etwa die gleiche Fläche wie Berlin. Für einen Reaktor? Um Berlin zu versorgen, für einen der Dual-Fluid-Reaktor, ein einzelner Reaktor, der Großreaktor mit 1,5 Gigawatt, kann Berlin versorgen. Und der nimmt die Fläche eines Fußballfeldes vielleicht ein, ja. Und eben ein Kraftwerk. Also ja, wäre ja günstig. Aber ich komme immer wieder auf dieselbe Frage zurück. Warum machen wir dann so einen Mist? Wir hätten vielleicht einen Psychologen einladen sollen. Denn ich weiß die Antwort auch nicht. Ist irgendjemand auf Sie in der letzten Zeit zugekommen und hat gesagt, wir haben ja ein Energieproblem, lass es uns mal, also aus Deutschland, nicht aus Kanada, lass es uns mal besprechen? Ich meine, aus der Politik oder aus der Wirtschaft? Ja. Also in meinen Kreisen wird darüber gesprochen. Also das ist ständig Thema. Aber auch da steht. Im Studentenwohnheim. Bitte? In Ihrem Studentenwohnheim. Ja, genau, in einem Studentenwohnheim. Das ist eben das Problem. Jeder bleibt in seiner Blase tatsächlich. Ja. Und es wird offenbar außerhalb dieser Blase ignoriert. Und dann muss halt, wie der Physiker sagt, das Experiment am Ende entscheiden. Also Herr Tichy, mir ist aufgefallen, also ich glaube, der Schlüssel, ich weiß nicht, ob es uns irgendwie hilft in der Erkenntnis, aber der Schlüssel liegt irgendwie in 2011, wo Deutschland kollektiv irgendwie der Meinung war, sozusagen alle Vernunft über Bord werfen zu müssen. Mir ist nochmal aufgefallen, es ist ja nicht so, dass die Atomkraft jetzt völlig unproblematisch ist. Wir haben drei große Ereignisse. Eins davon aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr schlimm, Tschernobyl. Dann gab es aber Harrisburg und jetzt Fukushima. Das sind drei große Länder, USA, Sowjetunion, also jetzt Russland und die Gussfolgestaaten und Japan. Ja. Und dann gibt es auch Deutschland. Und wer ist jetzt aus der Atomkraft ausgestiegen?
Ja, Deutschland, weil wir so schlau sind, dass wir solche Fehler nicht machen wollen, aber wir haben keinen Einstieg. Herr Haverburg, wie ist denn das in Frankreich? Ich habe vorhin schon gesagt, die Franzosen wollen wohl, haben jetzt schon 54 Reaktoren, wollen nochmal 6 drauflegen. Ist da die Diskussion so anders? In deutschen Zeitungen lese ich, die Grünen sind jetzt in Frankreich auch erfolgreich. Folgen uns die Franzosen? Die Franzosen folgen uns auf keinen Fall. Der Macron, also die französischen Regierungen haben also unterschiedliche... Also in Paris, muss man dazu sagen. Ja. Sie haben die Wohnhaft mit dem schönen Paris vertauscht. Zum zweiten Mal Republikflucht begangen. Die, Vaterlandsloser Geselle. Ja, kann man so sagen. In Europa. Die französischen Regierungen sind, glaube ich, 16 Jahre lang aus Fessenheim ausgestiegen, bis sie es geschafft haben, dort die beiden Reaktoren stillzulegen. Und Macron hat dann versprochen, 12 Reaktoren stillzulegen und durch Windräder zu ersetzen. Das hat die Gelbwesten auf die Straße getrieben. Die Franzosen denken über Kernenergie völlig anders als die Deutschen. Die Deutschen haben manchmal eine provinzielle Sicht auf die Welt ein bisschen und nehmen nicht zur Kenntnis, wie andere Länder funktionieren. Die Franzosen haben 56 Reaktoren in Betrieb und einen in der Inbetriebsetzung seit 10 Jahren notabene. Den Flamanville-Reaktor, den EPR. Und der Strompreis ist halb so hoch wie in Deutschland. Ich zahle in Paris 18 Euro Cent für die Kilowattstunde statt 32 oder 31 wie in Deutschland. Und die Franzosen sind stolz darauf, dass sie unabhängig sind von ausländischen Despoten, ob sie aus dem arabischen Raum oder aus Russland kommen und ihre Energie selber produzieren können. Und sie wollen unabhängig sein. Da gibt es ein völlig anderes Nationalbewusstsein als das, was wir in Deutschland hätten. Aber wir importieren ja jetzt auch schon Energie. Wir importieren von den Scheichs Öl, wir importieren von Putin Gas und alles Mögliche. Was spricht dagegen, Strom direkt zu importieren aus den Niederlanden? In Tschechien soll man gesagt haben, wir brauchen die Kernreaktoren, damit unsere Renten von den Deutschen bezahlt werden. Und aus Frankreich. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Da spricht nur dagegen, dass wir völlig abhängig werden von technischen und politischen Erwägungen. Technische Erwägungen sind, dass die Übertragungskapazität an den Ländergrenzen natürlich begrenzt ist. Und es hängt davon ab, wie viel gebraucht wird in Deutschland und wie viel übertragen werden kann über die entsprechenden... Also aber falsch für Sie. Ich meine, ein paar Stromübertragungsleitungen werden wir noch hinbringen. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt einige Länder, Polen und Frankreich, die haben Phasenschieber eingebaut, um sich im Notfall von Deutschland trennen zu können, wenn es hier ganz schlimm kommt. Das zeigt übrigens auch, dass das eigentlich eine egoistische Denkweise ist. Wir machen hier groß angelegte Experimente. Man kann das eigentlich nur ein Stromexperiment nennen, um zu sehen, ob es gut geht. Und wir werden ja dann die Nachbarländer mit reinziehen. Also wenn es hier zu Schwankungen im Strom kommt und die haben nicht diese Phasenschieber, heißt, können sich nicht abtrennen von unserem Netz, dann werden die mit reingezogen in den möglichen Blackout. Also ich finde das eine sehr egoistische Herangehensweise an so ein Problem. Ich habe in der 18. Wahlperiode zwei Diskussionsstränge im Deutschen Bundestag immer eingebracht. Das eine war, dass man mal die Gesamtjahreskosten der EEG-Umlage betrachtet. Das ist mittlerweile eine etablierte Zahl. Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt? 30 Milliarden oder was? Da streiten sich die Gelehrten. Ich habe das immer in BERs umgerechnet. Gesamtkosten BER. Also Flughafen Berlin. Unser Flughafen. Ja, wir sind ja hier in der Hauptstadt. 7 Milliarden ja, oder 8. Und da haben ja alle schon geschrien, oh, wie schrecklich. Ja, 30 Milliarden pro Jahr. Zweite Geschichte. Also wir kaufen viermal einen Flughafen Berlin für 30 Milliarden nur für die Subventionierung von Windrädern und Solarpaneele. Damit wir noch mehr Solarpaneele und Windräder haben, genau. Okay. Und die zweite Geschichte sind negative Strompreise. Ich bin ja kein Ökonom, aber das fand ich sehr faszinierend. Wir geben unseren Nachbarn Geld dafür, dass sie uns Strom abnehmen, um dann 3 Tage später dann wieder Strom einzukaufen. Jetzt, 3 Stunden später. Jetzt sagen Sie mir mal bitte, ob das Sinn macht oder nicht. Also ich glaube, dass wir uns das nicht mehr lange leisten. So ist das halt mit volatilen Energien. Jetzt heißt es ja, es gibt ungefähr 350.000 Haushalte in Deutschland, denen der Strom abgestellt wird, weil sie ihn nicht bezahlen können. Und die Politik sagt ganz einfach, dann verbieten wir das. Wir verbieten einfach das Stromabstellen für Haushalte, die die Stromrechnung nicht bezahlen. Ist das die Lösung des sozialen Problems, dass Sie ja anfangs, ist natürlich eine rhetorische Frage,
Naja, das ist so, ich würde das die Kreuzberger Lösung nennen. Die wollen ja auch das Mietenproblem dadurch lösen, dass sie Bauen und Mieteigentum verbieten. Ja, das ist auch absurd. Ja. Das ist jetzt auch polemisch. Ja. Aber wir lösen natürlich ein Mietproblem langfristig nur durch Zubau. Und wir können ein Stromproblem auch nur lösen, wenn wir wieder eine bezahlbare, versorgungssichere und möglichst umweltschonende Energieversorgung in Deutschland etablieren. Und die geht aus meiner Sicht, und da bin ich jetzt auch ein bisschen geläutert oder hab sozusagen eine Lernkurve gemacht, wird sicherlich auf Kernkraft und sei es nur Kernkraft aus dem Ausland nicht verzichten können. Ja, und damit sollten wir uns von diesem hohen Ross der Technikfeindlichkeit, dieser esoterischen sozusagen Sollten wir durch die Straßen laufen mit Schildern, schenk mir ein AKW oder... Weiß ich nicht. Also, aber es würde ja schon mal reichen, wenn man ein bisschen von dieser arroganten Haltung, die anderen sind alle doof, runtergeht und sagt, naja, vielleicht haben wir uns getäuscht. Vielleicht haben wir uns getäuscht, könnte ja das Schlusswort sein. Und wenn Sie sich für einen Dual-Fluid-Reaktor interessieren, wir haben ein Interview mit Götz Rupprecht da im Heft und da versteht man sogar, was er will und warum er nach Kanada abhaut, was allerdings schade ist. Vielleicht hauen Sie nicht ab, sondern bleiben bei uns nächste Woche wieder um 20.15 Uhr. Vielen Dank.